Hallo und herzlich willkommen. Heute gehen wir darauf ein, ob wir den so oft ungewollten Wirkungen der Überlebensstrategie wie schädliches Verhalten entgegenwirken sollen und wenn ja, wie. Wie gewohnt auch Beispiele und eine Übung warten auf dich. Die uns im Kindesalter angeeigneten Überlebensstrategien nicht nur die Wirkung von Selbstschutz haben, wenn wir uns diese unbewusst auch im Erwachsenenalltag beibehalten. Wir wissen jetzt auch bewusst, dass diese Strategien Verhalten von uns sind, die wir uns angeeignet haben, aber bis heute unbewusst geworden sind und die Regie übernommen haben. Diese Überlebensstrategien sind zur Gewohnheit geworden. Und unser Gehirn, wie faul es ja ist und Veränderungen nicht mag, weiterhin benutzt. Diese Überlebensstrategien von damals sind die Quelle unserer heutigen Symptome. Die Symptome dieser Überlebensstrategien durch die angepasste Selbstwahrnehmung als Gewohnheit machen uns das Leben schwer. Als die Zeichen wie geringes Selbstwertgefühl, Selbstverurteilung, Aggression sich selbst gegenüber oder die toxische Scham und Ängste kommen erneut an die Oberfläche, sobald wir uns in einer ähnlichen Situation befinden. Wenn uns wieder mal ein emotionaler Flashback erwischt und wir Stunden, Wochen oder Tage lang festgehalten werden, ist es sehr von Nutzen, wenn wir einen Notausgang in Reserve haben, den Ausstieg zu schaffen. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe es schon so oft versucht und da hat nichts geholfen. Ich konnte mich aus dem emotionalen Flashback nicht befreien. Um den Ausweg zu verstehen und abschätzen zu können, ob er bewusst und von uns geleitet möglich sei, müssen wir uns zuerst noch ansehen, wie unser Wahrnehmungssystem und somit unsere Selbstwahrnehmung auf der neurowissenschaftlichen Ebene funktioniert. Wir haben sozusagen eine zweigleisige Wahrnehmung. Es gibt eine sofortige Wahrnehmung. Das ist unser Alarmsystem. Er ist unser Schutzengel sozusagen. Er heißt Amygdala oder Mandelkern genannt. Er sitzt tief in unserem Gehirn und du hast schon wahrscheinlich von ihm gehört. Er ist dafür verantwortlich, Gefahren sofort zu erkennen und uns zur Handlung anzutreiben. Das läuft alles automatisiert ab. Der Amygdala ist auch ein Speichersystem, weil wir dort unsere emotionalen Speicher haben. Das bedeutet, dass wir dort auch die Ereignisse unserer Entwicklungstraumata abgespeichert haben und diese all die Jahre und Jahrzehnte aufbewahren. Das zweite Wahrnehmungssystem befindet sich auch im Gehirn, tritt aber erst im zweiten Schritt in Aktion. Es bringt unseren Verstand in das Spiel. Hier werden dann gewisse Abwägungen gemacht, bewertet und verglichen. Ja, ist denn diese Erfahrung schon bekannt? Und wie sollen wir uns verhalten, wenn wir in Sicherheit sind oder zur Sicherheit gelangen? Was passiert, wenn uns ein emotionales Flashback überwältigt? Lass uns das Beispiel von dem schreienden Baby nehmen. Das Baby schreit. Das ist sein Protest, dass es Hunger hat und Zuwendung braucht. Und dann passiert nichts und kommt niemand. All diese Details hat der Amygdala bereits abgespeichert. Im nächsten Schritt muss das Baby schauen, wie es diese gut überstehen kann. Und da passieren zwei Dinge. Zuerst
alles, was ihm Energie raubt und die Wahrscheinlichkeit, dass es die Situation meistert, geringer macht. Schaltet es ab. Im zweiten Schritt passt er sein Verhalten für die Zukunft an und wird experimentieren, was noch wirksam sein kann, um Essen und Liebe zu bekommen. Wie sieht es im Detail aus? Da das Schreien nicht wirksam ist, als erstes hört das Baby mit dem Schreien auf und weint nicht mehr. Als zweites betäubt es sich die Magenschmerzen seines Hungers. Als drittes hat es gelernt, wann Schreien und Weinen nutzlos sind. Bereits jetzt, dass der Amygdala diese traumatisierenden Emotionen abgespeichert hat. In diesen Erinnerungen dominieren hauptsächlich die Gefühle von Angst, Wut, Scham und Depression. Er fühlt sich klein und schwach und hilflos. Hinzu hat sein Körper erlernt, den Hunger ausschalten zu können und im zweiten Wahrnehmungssystem als Referenzfall für die Zukunft abgespeichert. Das heißt, dass wenn es das nächste Mal Hunger und Zuwendung möchte, weiß es genau, was zu tun ist. Nämlich stillbleiben und seine Grundbedürfnisse unterdrücken. Er hat auch erkannt, natürlich ist ein Baby noch nicht bewusst, so wie heute, aber dennoch lernt es schon bereits da, auf einer existenziellen Ebene dazu, dass er das nächste Mal ein anderes Verhalten an den Tag legen muss, wenn die Wahrscheinlichkeit von einer Mahlzeit und Umarmung erhöhen will. So ist es zwangsläufig. Das, was daraus entsteht, leider keine gesunde und lebendige Welt von uns selbst und um uns herum sein kann. Deshalb ist es so wichtig, dieses Verhalten, diese Überlebensstrategie aufzudecken, aufzuarbeiten und zu beseitigen oder transformieren. Diese Verhaltensmuster werden sehr häufig automatisiert abgerufen, und zwar aus unserem Gehirn. Das sind sogenannte neuronale Netzwerke, die sich durch das Üben, also durch sehr lange Wiederholung dieser Überlebensstrategie als Verhalten entstanden sind. Ein echtes Beispiel, um dies plastisch zu machen. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit und dir wurde schon vor Monaten versprochen, dass du die Verantwortung für die zwei neue Lehrlinge bekommst. Vor einem Monat wurde jemand neu eingestellt. Er hat wohl schon öfters Lehrlinge betreut und jetzt plötzlich bekommst nicht du, sondern der neue Kollege die Betreuung der Lehrlinge. Diese Situation kann einen sogenannten emotionalen Flashback auslösen, indem diese dich in eine erlebte Situation in der Kindheit zurückkatapultiert. Du empfindest Selbstverachtung, Scham, seelische Schmerzen und mit voller Überzeugung den Beweis dessen, dass du nicht wert bist, diese Position zu bekommen. Zeitgleich ist dir übel und abends weinst du. Für Tage danach bist du gelähmt und tiefst traurig. Das heißt, wenn wir uns emotional in einer ähnlichen Situation befinden, beziehungsweise wir denken es, oder nur empfinden, also fühlen oder spüren im Körper, dass es die gleiche Situation sei als damals. Die emotionalen Flashbacks sind eine automatisierte Zurückversetzung oder Regression genannt, in jeder Zeit, wo wir uns in einem überwältigenden und sehr schmerzhaften Gefühlszustand befanden. Ein emotionaler Flashback hat normalerweise keine visuelle Komponente, wie jene Flashbacks über die viele unter Katastrophenerlebnisse oder Kriegserfahrung leidenden Soldaten klagen. Die emotionalen Flashbacks umfassen hauptsächlich Gefühle,
wie Angst, Furcht, Scham, Wut, Trauer, sogar Depressionen. Ich persönlich zähle auch die Zustände nach den Albträumen dazu. Diese emotionalen Zustände können, keine Frage, auch Auswirkung auf die Gedanken und unseren Körper haben. Denke nur daran, wenn du unter enormem Stress einen Vortrag halten musst und du dort im Publikum genau die Farbe auf der Krawatte von einem Gast siehst, welche die Winterjacke deines Vaters hatte. Solche Abgleiche im Gehirn laufen unbewusst und in Sekunden oder Bruchteile von Sekunde ab. Das heißt, dass du nicht weißt, warum, aber plötzlich bleibst du inmitten deines Vortrags stehen. Du hast eine über mehrere Sekunden andauernde Redeblockade oder ein komplettes Blackout. Deine Konzentration ist gleich null und du kannst dich mental nicht sammeln. Du hast das Gefühl von Kontrollverlust, weil du weder den roten Faden deiner Rede findest, noch dass du den Schweiß auf deinem Rücken abstellen kannst. Du hast auch keine Ahnung, wo das alles herkommt. Das ist ein typischer Gefühlszustand eines emotionalen Flashbacks. So ein Flashback kann von ein paar Sekunden bis zu Wochen hin andauern. Nun, ich erblicke die Farbe auf der Krawatte eines Gastes. Wahrscheinlich nahm ich es gar nicht bewusst wahr. Mein Wahrnehmungssystem ist aber geschult und scannt Gefahr ununterbrochen. Sozusagen im Hintergrund. Also, völlig unbewusst meldet sich der Amygdala und sagt, diese Farbe kenne ich, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Alles an nicht zu überleben notwendigen Funktionen sofort abschalten. Und zack, da hast du es schon. Der Amygdala hat sich selbstständig die Erfahrung von damals aufgerufen, durch die Farbe dieser Krawatte, die Farbe von damals. Die Krawatte hat nichts mit unserer Erfahrung als Baby zu tun. Dennoch löst einen sofortigen Alarm aus. Ab diesem Moment wird alles abgeschaltet, was nicht lebensnotwendig ist. Deine Kognition, also das Denken, hat einen Ausfall und du hast eine Redeblockade. Du findest auch den roten Faden nicht und dauert sekundenlang, bis du wieder so weit bist. Zeitgleich vor Angst hast du einen Schweißausbruch. Das ist ja eine autonome, unterste limbische Ebene unseres Gehirns, die wir nicht bewusst beeinflussen können. Dein Rücken ist nass und du erlebst dich plötzlich fremd. Denn wir erleben das immer auf allen Ebenen, also nicht nur emotional, sondern auch kognitiv, im Verhalten und in unserer Wahrnehmung und im Körper abspeichern. Werden durch die Krawattenfarbe hervorgerufenen Emotionen von damals auch alle Erinnerungen im Körper, in der Wahrnehmung und in den Gedanken aktiviert. Jetzt verstehst du ein bisschen mehr, wodurch es passieren kann, dass man in einer Situation verstummt oder physiologische Symptome wie Schwitzen oder Schmerzen im Körper auftreten, warum man plötzlich Durchfall oder Rückenschmerzen bekommt. Wenn man in so einem Flashback feststeckt, merken wir, dass wir ein System sind, eine Ganzheit mit einzelnen Bereichen. Wir sind zwar ganz, aber wir funktionieren nicht so, wie es heute förderlich wäre und uns heute gut tut. Vielleicht denkst du dir jetzt, dass dieses und so altes Verhalten unmöglich sei zu verändern.
Wie soll ich meine Wahrnehmung neu programmieren und das, was automatisiert abläuft, korrigieren? Das Geheimnis ist die ganzheitliche Achtsamkeit. Menschen mit Entwicklungstrauma haben besonders anfangs große Schwierigkeiten damit, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich vor Ablenkung, Zerstreutheit und Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten zu schützen. Warum es uns schwerfällt, haben wir soeben erkannt. Ein dysfunktionales Nervensystem, wo einige Vorgänge bisweilen automatisiert ablaufen, kann keine Achtsamkeit üben. Wie kann uns etwas helfen, was wir gar nicht in der Lage sind zu praktizieren? Fragst du jetzt sicherlich. Nun, ganzheitliche Achtsamkeit ist erlernbar. Die Lebensweise von ganzheitlicher Achtsamkeit umfasst alle Ebenen unseres Organismus. Achtsamkeit ist seit ein paar Jahren in allem Munde. Auch die westliche Psychologie integriert als Tool oder Skill, wie du das sicherlich kennst, um Traumatisierten zu helfen. Achtsamkeit wird in der westlichen Kultur häufig als Einzeldisziplin behandelt, wobei Achtsamkeit nur eine der Komponenten vom Yoga ist. Yoga ist bekanntlich ganzheitlich und das Sanskrit-Wort bzw. das Übungssystem dahinter bedeutet, verbunden zu sein, in Kontakt zu sein. Damit ist nichts anderes gemeint als unsere Ganzheitlichkeit, indem wir in uns selbst, mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken, also Kognition, verbunden sind. Wir sind nicht nur ganz, aber auch vollkommen, so wie wir sind. Die alten traditionellen Yogis haben bereits auch das herausgefunden, durch welche, ich nenne sie mal Maßnahmen, beziehungsweise praktischen Techniken oder Skills, würdest du jetzt sagen, wird diese Ganzheitlichkeit fördern können. In Indien wird Yoga zu Hause im Wohnzimmer praktiziert, als präventive Maßnahme zur Erhaltung der Gesundheit. Hierbei möchte ich erwähnen und betonen, dass es sich hierbei um traditionelles Yoga und nicht um westliche Abwandlungen wie Hot-Yoga, Power-Yoga oder ähnliches handelt. Einige der modernen psychologischen Ansätze, wie das NARM, also das neuroaffektive Beziehungsmodell zur Traumaheilung von Lawrence Heller und Aline Lepierre, definiert die Integration von somatischer Achtsamkeit, haben sie getauft, als etwas Neuartiges. Auch Peter Levine schrieb in Somatic Experiencing als solches. Letzteres benutzt eine nonverbale Kommunikation mit dem Körpergedächtnis, um während des Traumas blockierten Energien zu entladen. Auch NARM unterstützt und fördert das In-Kontakt-Sein durch verschiedene Werkzeuge, die aber meist verbale Natur sind. Diese Neuartigkeit mag für uns westliche Kulturen neuartig zu erscheinen. In fernöstlichen Kulturen wie in Indien oder China, woher auch Ayurveda und die traditionelle chinesische Medizin stammen, ist dieser Ansatz schon immer gegeben. Achtsamkeit als eine der yogischen Disziplinen bzw. Komponente des Yoga-Systems betrachtet uns in unserem Wesen als Ganzheit und inkludiert all unseren Ebenen des Seins. Genau deshalb ist der Einsatz von ganzheitlicher Achtsamkeit bzw. Yoga bei Traumatisierten besonders förderlich und heilsam. Es ist nämlich, einfach ausgedrückt, ein ganzheitliches Verhalten, welches genauso in unser Amygdala und dem verzögerten Wahrnehmungssystem abgespeichert wird, wie alles, was wir erleben. Je öfter wir diese üben
Umso tiefer werden die Spuren der neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn. Je öfters wir praktizieren, umso mehr wird dieses Verhalten zur Gewohnheit und zu einer Lebensweise. Ob unsere Lebenszeit dafür ausreicht, die automatisierten Reaktionen wie bei dem Erblicken der Krawattenfarbe zu überschreiben, das wissen wir nicht. Aber eins ist sicher. Bereits nach einigen Wochen bemerken wir an uns Veränderungen. Wir werden der Welt und uns langsamer und mit mehr Liebe begegnen. Hierzu möchte ich dir als Inspiration ein Zitat von Jochen Maris mitgeben. Je stiller wir sind, umso mehr hören wir. Je langsamer wir leben, umso mehr Zeit haben wir. Je mehr Liebe wir verschenken, umso reicher ist unser Herz. Vielleicht möchtest du dir auch notieren, was für dich ein langsameres Leben bedeuten würde. Ergeben sich dadurch Vorteile und positive Veränderungen in deinem Leben? Woran würdest du es merken, dass dir die bewusste Langsamkeit hilfreich ist? Welche Erkenntnisse könntest du für deinen Selbstwert, für deinen inneren Kritiker oder dein Magenschmerzen gewinnen? Und jetzt wünsche ich dir einen achtsamen Abend. Liebe Grüße, Gabriela.